Leute, hier ist wieder Füssen aus Berlin. Heute ein Tease-Test. Bei Drossbach gibt es ganz viele leckere vegane Neuheiten. Weil es Veganuary ist, Zungenbrecher, haben die ganz viel auf den Markt gebracht. Und von Coavach heißt es, glaube ich. Gleich von Koala und Wach. Keine Ahnung, oder Kakao und Wach, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es so eine Schokoriegel, die koffeinhaltig sind. Und das käme mir jetzt ein bisschen recht, weil irgendwie heute ich mich sehr müde fühle. Wenn man sagt ja irgendwie in einer bestimmten REM-Phase, wenn man dann aufsteht, ist man so mittendrin. Und ich glaube, das hat mich erwischt. Bin in so einer mittendrin REM-Phase aufgewacht. Und daher habe ich das Gefühl, als ob jemand mir mit dem Holzhammer auf den Kopf gehauen hat. Jetzt wollen wir mal schauen, was hier alles für Zutaten drin sind. Also Bio-Riegel mit dunkler Schokolade, Cashewkerne, Himbeerstückchen, Guarana, Kakao. Das sind dunkle Schokolade, Kakaomasse, Kakaoblütenzucker, Kokosblütenzucker, Kakaobutter, was ist denn hier? Das kann man wieder nicht lesen. Dattelsirup, genau, Cashewkerne. Was ist hier noch? Kakaopulver. Nee, Guarana-Pulver. Himbeerstücke, gefriergetrocknet, Reis, Krispies, Kakaobutter und Kakaopulver und Johanniskernpulver? Kann das sein? Johannes Beerpulver. Ah, okay. Meersalz und das ist alles biologischer Anbau. Himbeerpulver. Kakao mindestens 72%. So sieht das Ganze aus. Ist vegan. Und da gibt es echt viele Sachen. Mit Cashew-Himbeere ist dieses. Und da gibt es momentan wirklich viele Sachen. Nicht nur jetzt von Coavach, sondern auch von anderen Labels, die da irgendwie Essen und so weiter, für Gerichte Sachen anbieten. So sieht es aus. Oh, das riecht sehr schokoladig. Und mal kosten. Schmeckt sehr nach zitronig so. Soll ja diese Himbeere sein, also so soll er nicht. Es ist so ein bisschen zäh. Dann hat man auch ein bisschen das Gefühl, als ob man auf so eine, auf irgendwas Crunchiges drauf beißt. Aber. Also es ist nicht schlecht. Ich finde es auch nicht zu süß, das ist das Gute. Aber es schmeckt mir zu sehr nach Fruchtriegel. Also ich bin nicht so der Fruchtriegel-Fan. Damals gab es ja früher, wo ich angefangen habe, nicht so viele Süßigkeiten. Darum habe ich damals viele Fruchtriegel gegessen. Entweder habe ich mich da ein bisschen zu voll gegessen davon. Oder auch, war auch nicht immer mein Geschmack, ehrlich gesagt. So, jetzt haben wir das hier mit Koffein Schoko, Guarana, Haselnuss Crunch. Wahrscheinlich wird das dasselbe sein. Hier ist Agavendicksaft, sehe ich hier, Reis Krispies, Haselnusspaste, Dattelpaste und so weiter und so fort. Das andere ist ähnlich. Ich glaube, das wird mir, wenn überhaupt, das hier schmecken. Wie gesagt, das andere war mir zu fruchtig, so wie Fruchtriegel. Und jetzt kriege ich das hier wieder nicht auf. Oh mein Gott. Ah, jetzt. Jetzt aufbekommen. Das war's hier. Ja, es sieht nicht anders aus als das andere. Ich tue es auch fast genauso.
Es schmeckt sehr nach Haselnuss. Das geht eigentlich. Also das schmeckt mir nicht schlecht, aber ich finde es ein bisschen fettig. Und es schmeckt ein bisschen nach Hanuta. Also ist nicht verkehrt, wenn es nach Hanuta schmeckt. Weil Hanuta mochte ich. Aber durch diese Schokolade und dann noch das Fettige von der Haselnusspaste, das wird ein bisschen zu schwer für mich. Ich merke jetzt schon, dass mir das schon zu viel wird. Dann kosten wir jetzt nochmal das Erdnusskaramell. Und Meersalz steht da, wie das schmeckt. Und was ist da alles drin? Kommen wir da auch mal rein. Und so was anderes ist, ja, Erdnusspaste, ist der Erdnussstücke, Reissirup, Haferflocken, Kokosblütenzucker, nee, Kokosblütensirup, Kornkernmehl, Kokosblütenzucker hatte ich ja schon. Wieso kommt das hier zweimal? Achso, einmal Sirup und einmal Zucker. Und Kakao und so weiter. Also fast genauso, nur ein bisschen Ausfallstoffe. Aber was ich merke, ist, ich werde langsam munter. Ich werde langsam, meine Müdigkeit entschwindet. Also, es fängt an zu wirken. Meine Geister werden geweckt. Aber aufzukriegen ist es schon ein bisschen schwer. So. Auch so aus. Riecht genauso. Das schmeckt gut. Schmeckt wie Snickers. Das schmeckt wie Snickers. Jetzt nicht. Also von allen schmeckt das hier am besten. Das ist meins. Schmeckt so ein bisschen nach Snickers. Lecker. Aber ich stoppe mal. Also, mein Favorit ist es mit Snickers, also mit Erdnüssen. Danach käme das hier und zuletzt das hier. Also, das finde ich am besten. Schön eine 1 bekommen als Note. Da würde ich eine 3 geben. Und das ist eine 4, weil es ausreichend ist. Also, ist jetzt nicht so der Burner, aber ich würde es auch nicht wegschmeißen. Man kann es essen. Ja, das war es gewesen. Ist natürlich alles meine subjektive Beurteilung. Vielleicht, wenn jemand mehr auf Haselnüsse oder auf Fruchtiges steht, dann mag er vielleicht das andere lieber. Aber das sind ja, ist ja mein Taste-Test, mein Geschmacksknospen. Jo, und ihr merkt, ich bin so richtig wieder auf Zack. wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Über Kommentare würde ich mich freuen und Abo nicht vergessen. Tschüss!